Bunte Plastikbehälter in verschiedenen Größen und Farben. Einst waren sie der Verkaufsknaller und bei den Hausfrauen beliebt. 1946 gründete der Chemiker Earl Silas Tupper die Tupper Plastic Company und bringt die luft- und wasserdicht schließenden Behälter auf den Markt. Ein damals revolutionäres Produkt zur Lagerung von leicht verderblichen Lebensmitteln in einer Zeit, in der ein Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe noch nicht zur regulären Kücheneinrichtung gehörte. Tupperware-Verkäuferin Brownie Weiss startete 1948 mit Tupper-Partys. Seit 1965 sind Tupperware-Produkte in Österreich erhältlich. Mehr als 90% der Österreicher kennen laut Studien Tupperware. Die Produkte findet man in 80% aller Haushalte. Nachdem die Firma vor akuten Geldnöten gewarnt hatte, stürzte die Aktie am Montag um 49% auf 1,2 Dollar ab. Der Kurs fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Rekordtief zu Beginn der Coronavirus-Krise vor rund 3 Jahren. Im Schlussquartal 2022 brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20% auf 313,7 Millionen Dollar ein. Unterm Strich machte Tupperware einen Verlust von 35,7 Millionen Dollar. Außerdem verpasste es die Firma, den Jahresbericht pünktlich vorzulegen, was zum Bruch von Kreditvereinbarungen führen könnte. Tupperware hat zuvor mitgeteilt, dass die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs angesichts von Liquiditätsengpässen ungewiss sei. Die Firma hat Berater angeheuert und Gespräche mit potenziellen Investoren gestartet, um Geld aufzutreiben. Die Zeiten ändern sich, auch in der Küche. Es wird weniger gekocht als früher. Durch Fastfood, Lieferservice und Co. änderte sich auch unser Essverhalten. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen neben Küchen- und Haushaltsartikeln auch Körperpflegeprodukte. Sollte die Sanierung nicht funktionieren, droht die Insolvenz.